Hallo Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei 3 und frei, bei unserem neuen Sendeformat. Freue mich ganz besonders, dass Friedrich wieder Zeit hat. Claudius, schön, dass ihr da seid. Erstmal ein Hallo in die Runde. Hi. Hallo ihr Lieben, hallo Heiko, hallo Hallo Friedrich, alle. hallo ihr lieben Zuschauer. Bevor ich gleich das Wort weitergebe an Claudius, der heute besonders gut drauf ist, hat er schon in der Anmoderation gesagt. Ich habe mich gefreut in Zeiten, wo ja viel Fakes unterwegs sind, dass wir wirklich reelle Zuschauer haben. Warum? Ich bin ganz schnell vor der Sendung noch zu meinem See gefahren. Renn da, du kennst ja die Badestelle, Friedrich, renn dorthin. Heiko, Heiko! Dreh mich um. Elke und ihre Mutter. Wer ist Elke und ihre Mutter? Ganz liebe Sympathisante von uns. Und da sag ich, du Elke, ich habe keine Zeit. Ich muss ganz dringend. Heiko, du hast nie Zeit für uns. Du hast nie Zeit. Da habe ich gesagt, na Moment mal, ich drehe jetzt das Sendeformat. Und da hat sie gesagt, ich gucke alle eure Sendeformate. Ich finde den Friedrich ganz toll und auch den Matuszewski, der ist übrigens Claudius, alles klar. Komm aus dem Wasser raus. Also schöne Grüße an der Stelle an Elke und ihre Mama. Komm aus dem Wasser raus, war da Heidi mit ihrem Sohn. Hallo Heiko, schön dich zu sehen. Können wir mal kurz reden? Ich habe ein paar Fragen. Habt ihr noch die gleiche Story erzählt? Aber Fakt ist eins, alle drei Personen gucken dieses Format. Also ich bin froh, sagen zu dürfen, es sind mindestens drei Leute da, die gucken. Jetzt mal Scherz beiseite, aber war wirklich so gewesen, ist schön. Dass wir mal so ein Feedback bekommen, so aus dem reellen Leben. Claudius, erzähl mal, was ist los? Wie Ja, war die also Woche gewesen mit zuallererst soll diesen ich euch ganz Feedbacks? lieb von Anna grüßen und von allen Zuschauern, weil ich habe natürlich bei auf allen Matuszewski-Kanälen Werbung gemacht und da kamen ganz viele liebe Grüße an euch zwei. Ihr habt eure Fangemeinschaft auf jeden Fall erweitert. Und heute habe ich geschrieben bekommen, lad doch die beiden bitte zum Zuschauertreffen nach Hessen ein. Ihr seid herzlichst eingeladen am 16. September, Zuschauertreffen in Hessen. Ich habe es gemacht. Ich weiß, euer beider Zeit ist knapp bemessen, aber ich wollte es zumindest nochmal ausgesprochen haben. So, das Gleiche gilt natürlich für alle anderen Zuschauer auch. Wir sind zwar ausgebucht mit 500 Teilnehmern, aber wir haben da so eine Warteliste, die für euch beide natürlich nicht gilt. Es wird schön. Das ist sozusagen unser Sommerfest. So. 500 Leute ist tatsächlich eine richtige Ansage, muss ich mal sagen. Also, Ja, wenn er vor allen Dingen, wir 500. hatten schon Roadshow dieses Jahr und wir hatten schon ein großes Zuschauertreffen in Wien dieses Jahr. Also ist schon, das zeigt auch, dass wir eine Bewegung sind, die wächst, die motiviert ist, die Tatkraft zeigt und dass nicht nur wir drei hier aktiv sind, sondern ganz viele. Und das sind wir ja nur durch unsere lieben Zuschauer. Und Genau. wie habt ihr, du hast ja schon mehrere so eine Treffen gemacht. Ich finde es immer ganz interessant, generell, wenn man es schafft, aus dem Internet in die reale Welt wieder zu übertreten. Hat ja Heiko jetzt auch schon angeschnitten, ihr habt das Thema, weil du jetzt gerade darauf zu sprechen kommst. Wie sind denn so die Erfahrungswerte? Du hast es ja auch mit DC schon öfter gemacht, so diese ganzen Treffen. Wie ist denn so das Feeling vor Ort, so mit den Leuten? Ja, Wie das fühlt sich das ist. an, wenn die Leute Das, sich tatsächlich sehen? ich hab ja auch so ein paar YouTube-Kanäle, die ich gucke, wo ich dann immer denke, wenn ich den mal irgendwann treffe, ich glaube, ich werde dem um den Arm fallen, weil der ist so präsent. Ja, den sehen Anna und ich fast täglich. Und der wird wahrscheinlich denken, wie seid ihr denn? Und genauso ist es andersrum. Da kommen natürlich Leute auf dich zu, das kennt ihr doch auch auf den Demos, auch auf der Straße, die umarmen dich und was ich ja auch genieße. Also, das ist ein ganz tolles Gefühl. Das ist so wie auf den Demonstrationen, halt eben nicht bloß 5 Minuten oder 2 Minuten, sondern 8 Stunden. Man ist wirklich unter so viel Liebe und oh, so viel Dankbarkeit und so viel Herzenswärme. So einfach, es ist einfach nur schön. Wir sagen mal, endlich mal normale Menschen. Und es werden immer mehr. Also es ist toll. Es ist unbezahlbar und das hat uns alle auch durch diese extrem fürchterlichen 3 Jahre gebracht und hat uns, glaube ich, auch das richtige Fundament gegeben, jetzt die nächste Zeit des Wandels zu überstehen. Ich finde das sowieso ein schöner Ansatz, da immer weiter rein zu gehen, wieder in die echte, in Anführungszeichen, Welt, wieder sich sozusagen zu verknüpfen und wirklich da Strukturen zu bauen. Ich habe selber jetzt auch seit, wann habe ich angefangen, glaube vor 4 Wochen, habe ich bei mir auf der Website so ein Coaching-Formular sozusagen online gestellt, wo Leute sich bewerben konnten. Und da habe ich im Video auch dazu gesagt, dass ich mit einigen Leuten wirklich direkt arbeiten möchte, sozusagen, und die ein Stück auf ihrem Weg begleiten will. Und auch da habe ich jetzt die ersten Gespräche und auch die ersten Leute, also ist jetzt aktuell gerade ausgebucht und habe sozusagen Leute, mit denen ich jetzt wirklich direkt arbeite im 1 zu 1. Und das ist wieder was ganz anderes, ne? Also die YouTube-Videos machen auch Spaß, klar. Aber dieses,
wenn du wirklich auf der menschlichen Ebene auch Zeit hast füreinander und dich wirklich kennenlernen kannst und da wirklich, wirklich richtig was passiert, auch bei dem anderen, dadurch, dass du ein paar Impulse geben kannst und die Leute dann in die Eigenverantwortung kommen, das ist schon ein schöner Ansatz. Ja, ob jetzt so bei einem Treffen wie bei euch oder in einem Coaching oder wie auch immer, einfach wieder raus aus dem Internet und drin in die reale Welt. Musik, wenn ich das mal kurz mal einwerfen darf, finde ich beeindruckend von Friedrich. Der ist so schnell, kommt mir manchmal vor, so wie Hase-Igel-Rennen und irgendwie ist er immer dann vor mir da. Und das spricht natürlich für seinen jugendlichen Enthusiasmus, weil im Endeffekt hatte ich vorher über die Thematik schon, ich meine, es ist mir eigentlich peinlich, fast schon den Zuschauern gegenüber darüber gesprochen. 10 Jahre existiert da schon das Format, länger habe ich schon Bücher geschrieben und habe auch, glaube ich, eine sehr gute Lebenserfahrung. Bei uns ist es natürlich so, dass wir dann immer sagen, okay, wir wollten einen Waldspaziergang machen. Viele sagen, Heiko, wann geht's denn los? Also dasselbe Coaching, was Friedrich quasi mit einem ganz engen Kreis macht, limitierten Kreis, mache ich natürlich auch. Es ist nur so, dass wir da etwas Größeres vorbereiten. Und ihr werdet in den, nagelt mich jetzt bitte nicht fest, in den nächsten Wochen, also wir reden nicht mehr über Monate, auf unserer Homepage rang.de werdet ihr die Sachen auch finden, weil das ist der richtige Weg. Deswegen finde ich das beeindruckend, dass Friedrich sofort Freestyle losgelegt hat, weil wir haben lange genug geredet und auch was du machst, Claudius, ist überragend, Treffen mit den Leuten, weil darum geht es mittlerweile. Die Leute, die haben ja wie gesagt 3 Jahre Corona erlebt zu Hause, dann kamen die Demos, die großen Demos in Berlin und wir haben alle diese Begeisterung gespürt, aber jetzt ist der Punkt da aus meiner Sicht, wo man wirklich in kleinen Gruppen sich bestärkt. Ich spreche immer von den gallischen Dörfern, diese oder von der Ritter der Tafelrunde, das meine ich nicht nur theoretisch, meine ich auch praktisch. Leute, so wie eine Ausbildung, will ich es mal formulieren, ja, so war es schon immer, in allen großen Mysterienschulen, du bildest quasi Leute aus und die gehen weiter. Und davor hat das System nämlich richtig Angst. Die haben nicht davon Angst, dass Leute auf der Straße nur rumbrüllen für dies oder das, sondern das sind wirklich die Leute, die in die Breite gehen mit diesem Wissen, was wir über die Jahre angesammelt haben. Deswegen nochmal Kompliment an euch beide. Ja, man muss ja auch sagen, auch in allen großen Weisheitsschulen, wie du es schon ansprichst, war ja der Weg immer über praktische Ansätze, Dinge zu erfahren. Ne? Also, dass man Sachen nicht erlernt, jetzt nach dem Motto, ich lese jetzt ein Buch und dann habe ich da die Weisheit drin gefunden oder auch ich gucke ein YouTube-Video und dann habe ich es komplett verinnerlicht, sondern man muss eben Sachen immer erfahren. Ne? Zum Beispiel bei so einem Treffen wie bei Claudius, das ist ja eine ganz andere Energie, die nochmal rüberkommt von den Leuten. Auch bei den Sachen, die wir jetzt planen, auch im Einzelnen, all diese Sachen, das ist eine ganz andere Ebene von Erkenntnis, die dadurch auch gewonnen werden kann. Ne? Also nicht umsonst ist es auch aus den großen Geheimlehren, ja, größte ist ja immer Freimaurerei, was so genannt wird, weil das ja so ausgeschlachtet wird, auch öffentlich. Auch da ist es ja so, dass alles immer in Ritualen sozusagen vermittelt wird. Da sagt der Kenner, wenn du jetzt irgendwie da in einen Grad aufsteigen sollst, lies mal das Buch und dann hast du den neuen Grad. Sondern da gibt es halt immer Rituale, die du machen musst. Was man davon hält, ist jetzt nochmal dahingestellt. Aber der Ansatz sozusagen ist immer in all diesen jahrtausendealten Weisheitsschulen, dass man Sachen wirklich durchleben muss, um dadurch zur Erkenntnis zu kommen und nicht nur sozusagen, wie wir es in der Schule kennen, einer steht vorne, erzählt was und alle anderen lernen auswendig, jedem's wieder und denken dann, sie haben die Weisheit gefunden. So funktioniert ja das Schulsystem, so kenne ich es auch noch, diese Bulimie-Lernen. Also der Ansatz ist, denke ich, ist der einzig mögliche, eigentlich der einzig wahre. Denn das Theoretische, sich etwas anzuschauen, danach zu nicken oder dabei zu nicken und sagen, ja, die Jungs haben recht, die Mädels haben recht, ist alles ganz schlimm, wir müssen was ändern und danach ins Bett zu gehen, ist ja nicht zielführend. Dann fühlt man sich vielleicht gut für den Moment, weil man nicht alleine ist, aber es ist ja nicht zielführend, es bewegt ja nichts, es verändert ja nichts. Es sei denn, man zeugt in der Nacht noch ein Kind und erzieht es adäquat oder am besten Drillinge und die machen irgendwann was in 20 Jahren. Aber für mich der beste Weg ist der, dass wir uns gegenseitig befruchten, gegenseitig motivieren und das Ganze auch haptisch machen mit Umarmung, mit Anfassen, mit wirklich von Aug zu Aug austauschen und auch dieses abgegriffene Wort und trotzdem kraftvolle Wort Spirit, diesen Spirit fühlen und austauschen. Und ich hatte heute ein Erlebnis, ich wollte mit Anna zum Sport, wir sind da auf diesen Parkplatz gefahren
Und der war brechend voll. Und da waren dann aber, da stand ein LKW und ein Hütchen. Und dann habe ich, bin ich, Anna ist gefahren, bin ich ausgestiegen, wollte sie da so einwinken. Da kam eine Frau zu mir, die sah wirklich, muss ich einfach sagen, die sah aus wie eine Hexe aus dem Bilderbuch. Hat mich angeschrien und ich sage, oh, Entschuldigung, das wusste ich nicht, es tut mir leid. Nein, und ich sage, warum sind Sie denn so unfreundlich? Ich habe wirklich mit allem, was ich konnte, mit ganz viel Liebe und Wärme und Herzlichkeit, dann habe ich gesagt, bin eingestiegen, wir fahren wieder, Entschuldigung, Gottes Segen. So. Und dann haben wir was festgestellt. Wir sind dann gefahren, wir haben ganz spontan gesagt, komm, wir gehen jetzt was essen gegangen. So. Und Sport sein gelassen, lieber gegessen. Und wir haben dann festgestellt, diese extrem schlimme Energie dieser Frau hat sich ein Stück weit auf uns übertragen, denn wir haben darüber gesprochen. Wir haben es ja beide festgestellt, da war ich auch echt stolz auf mich, dass ich so in Harmonie und Liebe und wirklich total und Mensch, so eine attraktive Frau wie sie, da rechne ich doch gar nicht mit, dass sie so, warum sind sie so un. Also, und trotzdem hat sie was mit uns gemacht. Und da sage ich zu Anna, guck mal, ist ja interessant. Wir reden jetzt seit 10 Minuten über die Situation. Die schlechte Energie hat sich auf uns ein Stück weit übertragen. Genauso, und das ist das, was ich sagen möchte, ist es auch andersrum. Unsere gute Energie überträgt sich und die gute Energie unserer lieben Zuschauer überträgt sich auf uns und andersrum. Und darauf kommt es an, auch bei diesen persönlichen Veranstaltungen, dass sich das Gute, Positive verstärkt, so wie so ein Samen, den man in die Erde pflanzt. Wenn ich dazu zwei Sachen sagen darf, an euch beide, ist das machbar? Noch vier. Gerade so. Aber wir haben jetzt die Werner-Runde. Ne? In der Werner-Runde haben wir darüber gesprochen. So, mit der Fliegenklatsche. Genau, du hast jetzt die Ich Fliegenklatsche habe für den jetzt die Augenblick. Fliegenklatsche heute in der Hand. Ich bin der König. Nächstes Mal ist es dann wieder Genau, nächstes Mal sind wir wieder Claudius. bei Ich Claudius. glaube, der An der König, Stelle genau. vielleicht nochmal für die Leute, die sich fragen, wo sind die letzten wenigen Wochen die Videos gewesen, weil sie vielleicht nur die erste Folge bei dir auf dem Kanal gesehen haben, Heiko. Wir machen das immer rotierend. Immer auf einem unserer drei Kanäle. Deshalb unten in der Beschreibung sind die Links von allen drei Kanälen. Kurz, einfach, kostenfrei Abo dalassen, dauert 3 Sekunden und dann nichts mehr verpassen und uns unterstützen. Genau, ist ganz wichtig. Bei Friedrich ist es so, ist ja klar, das ist ja der Emporkömmling, hat 10.000 Abonnenten und ich habe bis 160 oder 165.000. Und es ist natürlich erschreckend, wenn diese wichtige Sendung, die wir hier machen, für die Familie, sag ich mal, ich sehe uns ja als große Familie an, dass bei Claudius und bei mir, weiß ich nicht, 11.000 Leute gesehen haben und bei Friedrich 12, 2.000. Da sagt mir, das ist ja ein Unding. Das ist dieselbe Sendung, das ist die dritte Sendung von der Reihe. Wo sind die anderen eigentlich? Aber es ist nicht schlimm, vielleicht haben sie da nicht gewusst, deswegen muss das einfach mal erwähnt werden. Es sind drei Kanäle und diese drei Kanäle wäre ideal, wenn man die abonniert und dann kann man das auch nicht verpassen jeden Samstag. So, jetzt zwei Sachen dazu und zwar, Sokrates hat ja damals gesagt, ich weiß, dass ich nicht weiß. Wenn man sich überlegt, so dieser Zeit, das ist ja noch vor Jesus Christus gewesen, da wurden Philosophen als was ganz Besonderes angesehen. Das waren, da gab es diese Mysterienschulen. Und er selber wurde ja angesehen, ich sage mal, man könnte es fast gottähnlich angesehen, sein bekanntester Schüler war Platon. Und wenn man jetzt vergleicht mit Tibet beispielsweise, da gibt es ja auch, weil du hast von Freimaurer gesagt, ich weiß, wie viele Zuschauer sind, um Gottes Willen, bestimmt sind die ja auch Freimaurer. Und denn, das hat alles überhaupt nichts damit zu tun. Also in Tibet, da machen die Mönche rhetorisch, ja, hallo, alles klar. Heiko Schrank ist Freimaurer. Genau. Oder wir alle. Da machen die rhetorische Übungen, also so richtig Wortspiele, aber wirklich knallhart. Also die Mönche in Tibet, weil Rhetorik dort auch gelernt, also quasi eine Achtsamkeitsübung. Heute ist es doch völlig egal. Heute sprechen Leute auf der Straße, Jugendliche drehen mich manchmal um und denke, sind Türken, dabei sind es Deutsche. Sie alle gleich sprechen. Die Sprache ist letztendlich dieselbe. Und jetzt zurück zu dir, Claudius. Vielleicht mal einen Tipp an die Zuschauer. Also, das ist ja aus meiner Sicht eine der wichtigsten Sendungen, die wir überhaupt hier machen, weil wir sehr intim reden, was wir sonst ja nicht machen in unseren Sendeformaten. Also, ich habe mir irgendwann mal angewöhnt, es gab mal Zeiten, gebe ich zu. Ich war ja auch mal anders drauf im Leben, muss ich ehrlicherweise zugeben. Also, es ist aber schon sehr lange her, 30 Jahre. Denn irgendjemand brüllt dich an, du brüllst zurück und dann springst du aus dem Auto, reißt die Tür noch auf und sagst, willst du irgendwas? So ungefähr. Also, der Baseballschläger noch hinten im Kofferraum. So ungefähr. Und daraus ist irgendwann geworden, danach Auto, du und Stinkefinger, Stinkefinger. Und ich hatte mal einen Weisheitslehrer in den 90er Jahren, das war so Mitte der 90er, 96. Da kann ich mich an eine Sache noch erinnern und die hat sich bei mir so eingeprägt, so eingeprägt. Kommen wir zu deiner Geschichte. In dem Moment, wo im Straßenverkehr dich einer anbrüllt, wie auch immer, und du denjenigen anguckst mit deinen Augen,
verbinden sich die Energien miteinander. Du gibst demjenigen wirklich deine Aufmerksamkeit, deine Energie. Das heißt, ich glaube, ich bin der entspannteste Teilnehmer überhaupt im Straßenverkehr. Also ich würde jemanden schneiden, also Hupen machen, tun, ich gucke die noch nicht mal an. Mache aber auf nett so, also nett jetzt so, Entschuldigung. Ja, und wenn ich jemanden vorlasse, oder dann mache ich auch mal diese Warnblinkanlage, oder so, Dankeschön, dass du mich vorgelassen hast. Aber ich gucke grundsätzlich in dem Fall keinen in die Augen. Und ich fahre so gut damit. Ich habe jetzt so oft schon erlebt, wo Leute im Auto, die sitzen neben mir, Beifahrer, und sagen, das ist doch eine Sau, was ihr gerade gemacht habt, aus der Frechheit, der hatte, lass den doch machen, lass den doch machen. Oder mich brüllte einer an, Hup, mach, tut, und mein Beifahrer auch schon völlig durchdreht, merkst du gar nicht, umso mehr du dich aufregst, umso mehr kommt zurück. Ja, ja. Und das, was du gerade erzählt hast, wir sitzen im Restaurant, mein Bekannter quatscht mich voll und ich sage, merkst du das eigentlich gar nicht? Du isst beim Essen, bist du nicht mal achtsam, was du gerade isst, sondern du erzählst die ganze Zeit von diesen Typen, von der Situation. So wichtig ist der, so viel Aufmerksamkeit gibst du ihm. Deswegen wollte ich mal in die Runde reinschmeißen, weil ich mache das jetzt ungefähr seit 1996. Ich gucke gar keinen an. Also in der Situation. Ich sage zwar auch in dem Fall, tut mir leid, ist okay, aber dann gehe ich weiter. Der kann ja brüllen, machen, tun, was er will. Aber jeder muss selber sehen, was er macht. Wäre nur mein Tipp, den ich hier mal in die Runde reinschmeiße. Aber ich habe das oft, ich mache das oft, dass ich sage, Gottes Segen oder ich sende ihn Liebe, habe ich bisher fast ausschließlich nur gute Erfahrungen gemacht, weil das total die Energie aus der Konfrontation rausnimmt und niemand damit rechnet. Es rechnet niemand damit, dass du sagst, Gottes Segen oder ich sende ihn Liebe. Das ist, habe ich, in der Regel habe ich dann Schweigen danach oder so, naja, war ja nicht so gemeint. Also heute die Hexe, die war ein bisschen anders, aber du bist ja manchmal in der Situation, wo du einfach vor einem Menschen stehst und wie heute bei mir, dann klar, ignorieren kann man auch machen, aber manchmal gibt es halt. Wie, wie passt, also in welcher Situation hätte ich mich entschuldigt oder so? Okay, war nicht so gemeint, habe ich auch ja so, nicht so gemeint und dann würde ich aber nicht mehr weitermachen, das ist jetzt Fall erledigt. Ja, 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 nicht Beachtung schenkt Befreiung. Also, genau. Aber jeder muss es selber wissen. Wenn einer sagt, nein, möchte ich nicht, nein, ich möchte kämpfen, dann sollen sie kämpfen. Also Kampf ist auf jeden Fall das Falsche, das kenne ich aus dem Tai Chi. Je mehr ich da reingebe, desto mehr Energie hat der andere. Also es ist wirklich wahr. Ich habe das mit Mike, vielleicht der ein oder andere kennt vielleicht Mike von den Salongesprächen mit dem digitalen Chronisten. Mhm. Bin ich sehr stolz, dass ich die beiden zusammengebracht habe. Und ich habe mit Mike viele Jahre Tai Chi gemacht und es ist tatsächlich so, es ist kein Fake, es stimmt wirklich. Wenn ich mit ihm Tai Chi mache und ich leiste Widerstand, fliege ich durch den Raum. Der Mike, der macht das, der hat in Thailand eine Ausbildung über Monate und macht jeden Tag Tai Chi. Der macht mit zwei Fingern, ich spinne nicht, der macht so. Ja, und ich fliege durch den Raum, wenn ich Widerstand leiste. Und das ist eine ganz wertvolle Erfahrung. Je mehr und auch bei allem, auch im übertragenen Sinne, bei allem, wo ich die Zähne zusammenbeiße und Widerstand leiste, schade ich nur mir selber. Es ist so, wie hatten wir in der letzten Sendung, so wichtig auch oft einfach mal loszulassen. Und dann erledigen sich viele Dinge von ganz alleine und viele Dinge fliegen uns auch zu. Die kommen dann auf uns zu. Ist nicht einfach zu glauben und zu begreifen, aber es ist so. Du weißt ja, du bist ja selber, hast ja selber im Erfolgsbusiness, sag ich mal, warst du unterwegs als Coach. Aristoteles Onassis hat ja damals schon gesagt, war zu dem Zeitpunkt reichster Mann der Welt, Rederer. Renne ich dem Geld hinterher, gehe dem Geld entgegen. Und viele von uns sagen, das ist ja dasselbe. Das ist natürlich nicht dasselbe, weil es ist immer alles da. Es ist immer alles da. Du musst nur abwarten können, Geduld und loslassen können. Und das ist ja das Schöne, Friedrich, ich sage noch was ganz dazu, weil es gerade passt. Das Schöne ist ja auch, dass wir jetzt gerade ein bisschen über Geld sprechen. Ist euch schon mal aufgefallen, wie viele Menschen Geld ablehnen und sagen, Geld verdirbt den Charakter und ganz schlecht über das Geld sprechen und auch oft sind diese Menschen auch geizig vor allen Dingen zu sich selbst, aber auch zu anderen. Mein großes Idol Elvis ist ja jemand, das wissen die wenigsten, der hat ja 20-25% seiner Einnahmen verschenkt und gestiftet, hat es nicht von der Steuer abgesetzt, weil er gesagt hat, es widerspricht dem christlichen Sinn der Nächstenliebe und dann hat mal einer seiner Weggefährten zu ihm gesagt, Elvis, du verschenkst so viel Geld, du hast mir schon so viel gegeben, was machst du nur? Dann ist Elvis aufgestanden und hat, ich glaube, es waren 10.000 Dollar, hat einen 10.000 Dollar Scheck ausgestellt, hat ihm den, die saßen beide auf dem Bett, war eine lustige Situation, sagte, hier, und du kriegst jetzt wieder einen 10.000 Dollar Scheck, weil ich verrate dir ein Geheimnis. Zum einen mache ich gerne anderen Menschen eine Freude und zum anderen, je mehr ich gebe, desto mehr kommt zu mir zurück und ich bin so gesegnet im Leben, dass ich nur teilen kann und das ist tatsächlich so. Wenn man 1 Euro einem Obdachlosen gibt, wenn man das Gefühl hat, man möchte geben, wenn man in dem,
wenn man diesen 1 Euro gibt vom Herzen, ist das Geld zwar in dem Moment nicht mehr bei mir, aber es kommt 10-fach zu mir zurück. Irgendwo anders, durch Gesundheit, durch tolle Menschen um mich rum, vielleicht auch durch Geld, aber eine Ausgabe ist immer eine Gabe und es kommt immer zu uns zurück. Was war sagen, Friedrich, dazu vorher? Ja, ich finde nur noch ganz wichtig, zu der Geschichte von Claudius nochmal zurückzukommen, kurz mit der netten Frau, der du heute begegnet bist, dass man sich auch selber fragt, gerade bei Leuten, die jetzt sagen, ja, passiert mir andauernd treffe ich so eine Menschen, dass man sich auch fragt, warum treffe ich die andauernd? Bei dir war das jetzt eine Ausnahme eher, aber es gibt so Sachen, wenn man selber merkt, ehrlich mit sich, irgendwie passiert mir das oft, dass ich in solche Situationen gerate, dann auch mal die eigene Resonanz abklären. Und was an der Stelle auch ganz wichtig ist, bei dir war es jetzt so, du hast die Frau vorm Einkaufscenter oder wo auch immer getroffen, aber ganz viele Leute holen sich diese Frau manuell in ihr Wohnzimmer rein, indem sie sich mit Annalena Baerbock, Karl Lauterbach und Co. beschäftigen. Da muss nämlich ja keiner da draußen vorbeikommen und die Leute sozusagen belästigen in dem Sinne, sondern die laden sich die noch in Wohnzimmer ein, indem sie die nächste Pressekonferenz gucken und so weiter. Und wie du schon sagst, das macht was mit einem auf ganz vielen Ebenen und das färbt immer ab. Und deshalb mein Appell an die Leute, ladet doch die Menschen nicht so oft bei euch in Wohnzimmer ein, sondern lasst sie doch mal draußen und kümmert euch wieder um eure Familie und was Schönes. Also das habe ich übrigens nie verstanden, was du mir gerade erzählt hast. Also tut mir leid. Also ich habe die Leute nicht verstanden. Also 2012 habe ich die Jahrhundertlüge geschrieben. Da sind ja damals schon, die haben ja immer nur den politischen Teil gelesen. Oh, verstehe ich nicht. Also da hat nie einer über Gesetz der Resonanz. Warum steht alles drin? Warum treffe ich bestimmte Menschen in meinem Leben? Warum ziehe ich die an? Kausalitätsgesetz, Karma, steht alles drin. Hier geht es ja nicht um die Bücher. Hier geht es einfach nur darum, dass ich nie verstanden habe, wenn ich Leute angerufen habe, Freunde, Bekannte. Heiko, hast du schon gesehen? Eine Frechheit, was die gemacht haben, die Medien, wie die gelogen haben und oh, und Syrien. Und habe ich gesagt, gehst du mal bitte zum Fenster? Ja, Fenster bist du an. Geh doch bitte jetzt mal zum Fenster, bitte. Guck jetzt mal, was siehst du da? Na, ein Baum. Ist es nur der gleiche wie sonst, die Eiche, die vor der Tür? Ja. Okay, wo sind jetzt da die Bomben, wenn ich fragen darf? Wo fallen jetzt gerade die Bomben? Wo wird jetzt Lisi Müller gerade erschlagen? Bei dir direkt. Wo ist jetzt gerade die Vergewaltigung? Und ich merke leider immer wieder, die wollen es nicht hören. Die wollen es nicht hören. Es ist aber so, hatte ich vor kurzem jemand aus meiner Familie. In meiner Gegend wurde eingebrochen, ganz schlimm, da wurde eingebrochen. Das ist ja Quatsch, was du alles erzählst. Da habe ich gesagt, okay, wie viele Wohnungen sind dort in diesem Bereich, sage ich jetzt mal. Haben wir hochgerechnet? 1000. Trotzdem wird eingebrochen. Okay, wie viele Einbrüche gab es denn jetzt hier in dieser Wohngemeinde? 3. Das kannst du die Quote dir überlegen, 0, und was. Was war denn meine? Die Leute wollen das teilweise aber auch, habe ich festgestellt. Also ich mache das jetzt über 10 Jahre und ich merke immer wieder, die wollen sich über die 0,3% aufregen, die sie ins Wohnzimmer nehmen, das, was du mir gerade erklärt hast mit Baerbock und so weiter, geben die Aufmerksamkeit zu diesen Leuten. Aber das gilt nicht für unsere Zuschauer natürlich, sonst würden sie ja nicht reingucken. Aber du fühlst dich einfach entspannter, als den ganzen Tag, meinst du, die Aufmerksamkeit dorthin zu geben. Das ist auch einfach mal die Erkenntnis. Ja, und Aufmerksamkeit ist, wir hatten ja gerade Thema Geld. Geld ist ja eine Form von Macht, weil ich damit Entscheidungen sozusagen treffen kann. Und Aufmerksamkeit ist ja genauso wie eine Währung letztendlich, wo ich jeden Tag eine bestimmte Kontingent an Energie und Aufmerksamkeit habe. Und da sollte man halt sehr weise wählen, wem man die schenkt und wem man damit Macht verleiht. Ne? Und im besten Fall schenkt man den größten Teil davon sich selbst auch erstmal. Und fragt sich selber, wo stehe ich eigentlich im Leben, wo will ich hin, was sind Sachen, die ich mir schon seit vielleicht teilweise Jahrzehnten erfüllen will oder die ich mal machen will und was ich immer wieder aufschiebe. Und da kann jeder sich selber ja dann einfach mal fragen, mit was habe ich alles so Zeit vergeudet, die letzten Monate und Jahre, was hätte nicht sein müssen, zum Beispiel auch manchmal vielleicht zu viel durch Telegram surfen, zu viel die nächste Schreckensnachricht und so weiter. Und da muss jeder mit sich selber einen Weg finden, wo er seine Aufmerksamkeit hinlenken möchte. Ne? Das ist die freie Entscheidung, freier Wille. Ich habe eine Freundin, die lebt auf Hawaii. Das ist eine Schamanin, großartige Frau. Die ist erst nach Big Island, dann nach Oahu und jetzt nach Maui gezogen. Und wir haben vor 10 Tagen telefoniert, vielleicht auch vor 8. Und ich sage, erschütternd wieder visionär, ich sage, weißt du, du bist... Egal was ist, sei sicher, du bist so glücklich, da ist alles in Ordnung, sei froh, dass du auf Maui bist und lalala. Und dann kam jetzt dieses Feuer, wie auch immer das entstanden ist. Und
plötzlich ist ihre Situation eine ganz andere. Ihr Mann ist arbeitslos, weil natürlich alle Jobs weg sind, ist ja klar. Die wissen jetzt nicht ein noch aus, ist alles gesperrt. Irre, was die Regierung da macht, gibt auch keine Unterstützung. Und dann kommt man wieder zurück zu dem ganz Wesentlichen, nämlich zu dem, ey, ich habe überlebt, ich war nicht mittendrin, ich habe meinen Mann noch, ich habe meine Kinder noch, ich bin gesund. Und das blendet ja nicht das andere aus, aber ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und auch da sind wir wieder bei dem, was wir in der letzten Sendung gesagt haben, wie wichtig Dankbarkeit ist und auch dieses Innehalten und auch das Erkennen, was ist denn jetzt die Situation, was ist die Botschaft für mich in dieser Situation, was kann ich jetzt in der Situation daraus machen? So wie wir aus diesen 3 Jahren Corona auch alle was gemacht haben. Und ich denke, alle auch was Gutes, indem wir erkannt haben, wer sind die falschen Freunde und wer sind die Neuen, die Richtigen. Was müssen wir hinterfragen und was, wozu stehen wir noch? Ich glaube, die Essenz ist von all diesen schrecklichen Dingen, die auch passieren, dass wir innehalten und sagen, aber ich habe das große Glück, gesund zu sein, eine Familie zu haben oder Freunde zu haben oder bald wieder gesund zu sein und vor allem noch Hoffnung zu haben. Und das ist das Entscheidende. Die Dankbarkeit ist das A und O, jeden Tag dankbar zu sein, jeden Tag diesen Moment, dass wir hier 3 sitzen dürfen. Dürfen, nicht können, nicht müssen. Wir dürfen. Wir haben die Möglichkeit, wir haben die Chance, überhaupt zu kommunizieren miteinander. Wir haben die Möglichkeit, auf uns, also wir freuen uns ja aufeinander. Und ich sage mal so, gerade diese anderen, ob jetzt nur in Maui ist, in Hawaii oder auch beispielsweise in Asien, die haben uns da sehr viel voraus. Ich musste gerade bei deiner Geschichte daran denken, als ich 2008 in Khao Lak war, in Thailand. Da war, glaube ich, ein Jahr davor, nagel mich jetzt aber nicht fest. Ich weiß, die Zuschauer kommen dann wieder und schreiben, ja, das war aber 2007, 2006, so in dem Dreh. Ich war jedenfalls 2008 in Thailand, Khao Lak, glaube ich, ein Jahr davor, der Tsunami. Und jetzt kommst du, und da war der am schlimmsten dort in der Gegend. Ich habe sowas noch nie erlebt. Also jedes Restaurant, egal wo du warst, jeder, mit dem du gesprochen hast, hat Leute verloren. Es gab keinen, der keinen verloren hat. Die sind im Restaurant gekommen mit den Familienbüchern, haben mir gezeigt, Bruder, Schwester, Tante, Onkel, tot. Kann ich mich noch erinnern, wer da mal da war, auch von den Zuschauern, die werden es wissen, da war so ein amerikanisches Boot, so ein Kriegsschiff quasi, das war mitten im Dschungel, aber ungefähr 3 Kilometer, das haben die noch stehen lassen, so wie so eine Art Andenken. So krass war das mit dem Tsunami. 2004 war das, glaube ich, ne? Ja. Nee, 2004 auf keinen Fall. Ich war 2008, da muss ein Jahr davor gewesen sein. Ja, egal. Kann aber jetzt nicht googeln. Gut, Fakt ist eins, ich wollte damit nur sagen, und alle Leute, mit denen ich dort gesprochen habe, die waren total glücklich. Da war keiner da, der so, oh, ist das schlimm, sondern dankbar, dass sie noch leben, dankbar für den Moment, ja, der Buddhisten. Und das glaube ich, auf was das ankommt. Weil wir können morgen früh aufstehen oder stehen nicht auf. Aber die meisten stehen auf, gucken in den Spiegel und sagen, oh Gott, da ist jemand, der guckt noch zurück. Anstatt zu sagen, ist doch schön, dass da noch überhaupt jemand ist, der zurückschaut jeden Morgen. Und mich angrinst. Ja. Wollte ich nur mal einwerfen an der Stelle. Ich muss mal ganz kurz als Katzendompteur, falls sich jemand gefragt hat, warum wackelt denn die Kamera bei dem Jungen die ganze Zeit? Ja, einige Leute nachgefragt, was du für eine schöne Katze hast. So. Ganz toll, wirklich so süß. Elvis, ja, geil. Ja, der Name. Ja, süß, der liegt auch ganz brav neben mir. Rektor. Der hat aber noch ein Brüderchen. Ein Brüderchen, dem ist viel zu warm heute, ähnlich wie mir. Und dementsprechend hat er heute Ideen und lebt sich kreativ aus, sagen wir mal so. Du hast letztes Mal aber ganz wichtig gesagt, da haben wir ja, also das ist ja eine Rektor, ne, Katze drüber gesprochen. Mhm. Ich hatte auch mal eine Katze und einen Hund vor langer Zeit, sind aber leider tot. Und war auch zu dieser Zeit in den 90er Jahren, wo ich sehr tief eingestiegen bin in diese spirituellen Themen. Und der gleiche Mann damals, der mich in alle möglichen Dinge eingeweiht hat, werde ich nie vergessen. Und ich habe eigentlich meinen Hund, sage ich mal, eigentlich ein bisschen, Alter, der ist so toll, liebt, der kennt seinen Hund, der Schwanz wedelt permanent, ist schon süß. Liegst im Bett, wirst du machen Äuglein auf und dann guckt er schon, will eigentlich hoch, na los, komm hoch. Bist du so total süß. Und hat er zu mir gesagt, aber die Katzen sind viel feinfühliger, viel spiritueller als ein Hund. Das will natürlich ein Hundeliebhaber nicht hören, weiß ich selber. Das ist ja der Grund, warum die in Ägypten, deswegen auf das Thema nochmal auf einzugehen von dir, warum die vergöttert haben, die Katzen. Und wenn Leute so Seancen abhalten, hat er mir damals auch mal erklärt, wenn jetzt, sag ich jetzt mal, du machst Kontakt mit Verstorbenen etc., haben die schon immer gemacht, waren immer Katzen im Raum und die Katzen haben als erstes wahrgenommen, ich sag mal, die Astralebene, das ist eine andere Ebene, also die andere Ebene waren sie die Ersten, die die Situation quasi angenommen haben. Ich habe selbst auch eine Erfahrung damals gemacht, da habe ich genau das auch erlebt.
Und deswegen möchte ich jetzt nicht sagen, besser oder schlechter. Wunderschöne Tiere, Katzen. Und das wollte ich einfach mal erwähnen dazu. Vielleicht für die Zuschauer, die es nicht wissen und sich jetzt vielleicht noch ein bisschen freuen, dass ihre Katze jetzt noch Liebe haben oder so oder Arm nehmen. Ja. Ich würde Ich vielleicht liebe nochmal bei. beide. Nach dir, Claudius. Ich liebe beide, Katzen und Hunde. Ich würde vielleicht nochmal auf die letzte Sendung eben mal zurückkommen, auf das, weil wir vorhin noch die praktischen Elemente hatten. Du hattest beim letzten Mal, Claudius, hinten raus als letzte der Sendung den Leuten sozusagen eine praktische Übung mit auf den Weg gegeben, und zwar, dass sie sich selber einen Brief schreiben, Ja. was sie an sich lieben und sozusagen mit sich selber mal wieder in Kontakt treten. Erstmal danke an alle, die dazu positives Feedback gegeben haben. Da waren etliche Kommentare, die geschrieben haben, haben sie gemacht, hat sie Jens doll berührt, hat ihn viel gebracht. Also haben wir da an der Stelle schon mal einen schönen Impuls ausgelöst. Und weil wir Dankbarkeit vorhin hatten, würde ich vielleicht heute den Leuten auch mal, dass wir da anknüpfen, auch wieder was mitgeben. Und zwar hatte ich das vor kurzem auch in einem Video bei mir. Einfach mal morgen ganz normal in eurem Alltag drei ernst gemeinte Komplimente verteilen an irgendwelche Menschen, die euch begegnen. Ja, kann die Kassiererin im Supermarkt sein, dass man einfach mal sagt, vielen Dank, dass Sie den Job hier machen und dass Sie so ein nettes Lächeln heute haben. Das kann die tolle, attraktive Frau sein, die einem entgegenkommt, oder Mann, wo auch immer. Das können auch die Eltern sein oder auch die eigene Frau. Wer auch immer, einfach irgendwelche Menschen, die euch begegnen den Tag über. Sachen, wo ihr wirklich sagt, ehrlich gemeint, ihr sprecht das einfach aus. Weil oft sind wir so konditioniert, dass wir das dann sozusagen, dass wir gerade in der westlichen Gesellschaft eher das Negative aussprechen und das Positive, was uns auffällt, runterschlucken, weil wir sagen, interessiert ja eh keinen. Aber das ist eben, was, wenn du zum Beispiel der Kassiererin was Nettes sagst, kann es sein, die hat einen gestressten Tag, ist wahnsinnig warm momentan, sitzt da an der Kasse und denkt sich abends, wenn sie zu Hause im Bett liegt, Mensch, der ene Mann da oder die ene Dame, die war ja so nett heute, hat mir was Ehrliches gesagt und schläft dann freudig ein den Tag. Also eine kleine Geste kann ganz viel verändern. Und da kann ich jedem das nur mitgeben, weil das wird auch mit euch ganz viel machen. Einfach öfter mal wieder ernst gemeinte Komplimente vergeben. Ich glaube, ich habe im Kapitel Scham bei Botschaft für Deutsch, ich glaube, es war Scham, habe ich auch diesen Rat gegeben, machen Sie fremden Menschen Komplimente und dann Achtung, bitte nicht bei der wildfremden, attraktiven Frau nicht zwangsläufig die große Oberweite wohlwollend erwähnen. Also man muss schon ein bisschen aufpassen, aber ich mache das oft und ich habe manchmal auch lustige Begebenheiten. Im Sportstudio in meinem Alten habe ich mal einem Mann gesagt, schicker Anzug und er guckt mich an, was? Ich sage, schicker Anzug, wie meinen Sie denn das jetzt? Ich sage, na, der Anzug sieht gut aus. Ja, und was wollen Sie mir jetzt damit sagen? Also es gibt auch Leute, die erschrecken sich. Also ich mache es jeden Tag ganz oft und ich kann es auch ganz nur unterstreichen, was du sagst, weil wenn es ehrlich gemeint ist, ein ehrliches Kompliment, das ist auch wieder so ein Samen, den man in die Welt schickt. Und gerade weil die Leute es nicht gewohnt sind und auch mit Komplimenten oft nicht gut umgehen können, ist es umso wichtiger, dass wir, unsere große Gemeinde, das machen, weil damit senden wir auch positive Schwingungen in die Welt. Genau. Weil nichts, was sagen wir, der Energieerhaltungssatz, nichts geht verloren, das ist Kuriosia. Und die schnellste Übertragung überhaupt sind Gedanken. Gedanken sind schneller als Licht, weil Licht braucht Raum. Ja, und Lichtgeschwindigkeit sind ja, glaube ich, 360.000 Kilometer pro Sekunde. Und man redet von Lichtgeschwindigkeit, aber ein Gedanke ist noch viel schneller, weil das Licht braucht, wie ihr sagt, Raum und Zeit. Und ein Gedanke braucht keine Zeit. Und deswegen tun wir das immer so ab. Und ich finde es schade, in der Schule, dass über sowas gar nicht gesprochen wird. Da reden sie drüber, ob du dich denn als Junge oder Mädel fühlst. Und das war dann eigentlich ganz Kalkutta, müssen wir denn alimentieren. Und das ist wichtig. Aber darüber, was sind eigentlich Gedanken? Beziehungsweise, was ist denn überhaupt Scham? Wo sitzt denn Scham? Wo sitzt denn eigentlich die Eifersucht im Körper? Zeig mir mal die Stelle, wo sitzen die? Das heißt, die werden so konditioniert, der Verstand wird so hochgezüchtet, und dann rennen sie raus. Und wenn sie von der Universität kommen, das ist alles vorbei. Ich möchte nicht über alle über den Kamm scheren, aber ein Beispiel möchte ich dazu sagen. Ich gucke ja manchmal über die, wenn ich es erzählen darf, über die Kommentare. Da war so ein Kommentar, ich meine, du bringst dir ja bei dir in den Sendungen immer, Claudius, finde ich ja okay, aber bei mir ist dann immer, wenn ich sowas sehe, blockieren, löschen, also finde ich nicht gut, die Leute, weiß ich. Aber es geht darum, ich habe sofort rausgelesen, das ist der hochintellektuell studierte Typ. Da ging es darum, als jetzt die Mauer gefallen ist, 61, ne, habe ich eine Sprachnachricht, also einen Podcast rausgehauen quasi. Und da ging es dann letztendlich darum, in so einem Beisatz war das nur von mir, dass ich gesagt habe, okay, also wir waren geteilt und so weiter. Und das Land war aber vorher schon geteilt.
Deutschland war mal viel größer und Ja. da wurde uns eine Menge weggenommen von dem Land. Und wenn man die gleiche Logik weiterdenkt, dann dürfte Amerika nur so groß sein wie eine kleine Erbse, wenn es was da los war. So ein Kommentar, der hat wahrscheinlich seine Doktorarbeit gleich weiter nochmal mich weitergeleitet. So, und dann so Copy-Paste-mäßig. Das ist ja wohl eine Frechheit, das ist ja wohl ein Scherzerschrank. Also, wir haben doch die Länder alle überfallen. Wir haben doch Afrika überfallen. Wir können von Glück reden, dass überhaupt noch Deutschland da ist. Da hast du gedacht, Wahnsinn. Das heißt, es ist, da ist keine, es, für mich gibt es da gar keine Gesprächsgrundlage. Das ist Aber dieser, warte mal kurz, das ist dieser hochgezüchtete Verstand. Ich kenne doch die ganzen Argumente. Ich kann zurückgehen bis nach Ägypten, ich kann zurückgehen zu Alexander dem Großen, in so ein Griechenland, ich kann zurückgehen zum Osmanischen Reich, okay? Da hat keiner mit Smarties irgendwo hin und her geworfen. Die haben alle Kriege geführt. Aber die müssen so konditioniert sein, dass wenn du nur überhaupt was erwähnst, Nazi böse, schlimm. Also das heißt, die müssen mit so einem Schuldkomplex rumrennen den ganzen Tag, diese Leute. Naja, was willst du denn da verlangen? Das meine ich jetzt an diesem Beispiel, dass du überhaupt das erwähnst. Deswegen ist es für mich völlig uninteressant, jegliche Diskussion überhaupt mit so Leuten. Würde niemand. So, das wollte ich mal einwerfen. Naja gut, wenn er studiert hätte, wüsste er, dass es Völkerrecht gibt und dass dieses sogenannte Völkerrecht, wenn man sich denn schon irgendwie auf ein Völkerrecht einigt, besagt, und zwar schon vor 1945, dass nach einem Krieg die Grenzen an die Stelle versetzt werden, wo sie vor dem Krieg waren und dass es selbstverständlich völkerrechtswidrig ist und war. Genau. Aber wer weiß, was er studiert hat. Aber ich habe gerade gedacht, es müsste echt mal ein Buch geben, was sich genau mit der Thematik auseinandersetzt, wo man auch vielleicht Deutschland mal wieder so ein bisschen gerade rückt. Aber wer macht sich die Arbeit? Wer Wer macht macht sich sich die die Arbeit? Arbeit, Das, wa? weißt du, so ein Stolzbuch, sage ich mal. Weißt Ja, du, müsste mal so, einer mal machen, wa? Würde ich mal wirklich ja, stark machen. aber Einer mal machen. das ist ein bisschen, puh. Naja. So, traut sich jetzt, keiner. Traut sich jetzt keiner. Traut sich. eine Sache wichtig zum Schluss, das bist du, Claudius, glaube ich, dran. Einfach mal eine Buchempfehlung. Also ich habe letztes Mal Zitate von Hermann Hesse empfohlen. Friedrich hat, glaube ich, davor gefragt nach den Platten. Du müsstest jetzt eine Plattensammlung haben, der Keller müsste voll sein. Weil die Leute, die empfohlen haben in den Kommentaren, war der Wahnsinn bei Friedrich. Das, lass das, 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 das. Und zeig mal bitte nochmal, welches Buch empfiehlst du? Sag mal was dazu. Und dass der Hammer ist, ich habe es schon mehrfach gelesen, es heißt Erfinde dich neu. Und wie es dann manchmal so mit der Sprache ist, es gibt den Moment, wo die Sprache einen erreicht. Und der Moment war heute. Heute erst hat mich der Titel erreicht. Ist kein Witz, ich will es euch erklären. Ich war bei, ich glaube, Hugendubel oder so, den Laden gibt es da gar nicht mehr, wo der früher war. Und war kurz vor einer meiner ersten Schulungsreisen, bin ich nach Spanien geflogen, musste ich eine Schulung geben, habe mir das Buch und parallel René Egli, das Lola-Prinzip, geholt. Muss 93, 94 gewesen sein. Naja, ich habe es später gekauft. Ich glaube, es war irgendwie 99, ist egal. Ich hatte also diese beiden Bücher und bin mit diesen beiden Büchern dann zu der Schulung geflogen und habe im Flugzeug angefangen zu lesen und stellte fest, in einem Buchladen mit, weiß ich nicht, 100.000 Büchern oder habe ich zwei Bücher gekauft, die extrem nah beieinander sind inhaltlich. Und die auch eine ganz tolle Botschaft haben und erfinde dich neu. Und ich habe wirklich heute eben vor einer Stunde erst gemerkt, dass dieses Buch und schon wieder von dem von mir sehr geschätzten Kurt Tepperwein mich neu erfunden hat, weil ich hatte vorher meine Schulung tatsächlich Produktschulung, la la la. Und ich habe danach komplett umgeswitcht auf erstmal die Menschen entwickeln, erstmal die Gäste da entwickeln, gerade machen und stark machen. Und dann die Produktschulung, die Verkaufsschulung. Nur wenn der da gerade sitzt und sagt, ich bin toll, ich liebe mich, ich achte mich, ich wertschätze mich, ich ernähre mich gesund, la 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 la, dann kann ich auch gut verkaufen. Aber wenn ich mich selber scheiße finde, finde ich keinen Partner, kann ich mich nicht bei der Partnerwahl verkaufen und finde ich auch keinen Kunden, der mir was abkauft, weil ich mich ja selber verachte und auch Angst habe vor dem Verkaufen, Angst habe vor Geld, Angst habe vor dem Nein des Kunden. Hier erfinde ich neu. Leute, es ist wirklich, das muss es auch noch geben. Okay. Bitte, das ist das mit das wertvollste Buch, was man sich selber gönnen kann. Geht auch viel um Gesundheit. Letzter Satz. Der Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Auch das habe ich da gelernt und genauso sieht es aus. Wir sollten weniger auf den Verstand hören. Das ist ein Instrument, was wir benutzen können, aber viel mehr auf unser Herz. Super Schlusswort. An dieser Stelle bedanke ich mich bei euch, dass ihr die Zeit hattet, auch an die Zuschauer, an die lieben Zuschauer, unsere immer größer werdende Gemeinschaft, dass ihr reinschaut, ich würde mich freuen, wenn ihr mal weiterempfehlt. Empfehlung ist unheimlich wichtig. Mit Freunden und Bekannten sprechen und dieses Format einfach mal weiterempfehlen. In diesem Sinne, alles Liebe, bis zur nächsten Sendung. Tschüss. Ciao, ihr Ciao. Lieben.